den vergangenen Jahren hat man immer wieder von der Hyperthermie als Therapiemethode in der Onkologie gehört. Was hat es damit auf sich? Die Hyperthermie ist eine Überwärmungstherapie, die den Grundsätzen der eigenen Körperabwehr folgt. Normalerweise ist es so, dass nach einem Infekt die Infektabwehr durch einen Fieberschub begleitet ist. Dieser Fieberschub stimuliert das Immunsystem und das macht man sich zunutze im Rahmen der Hyperthermie, indem eben bei einer Erwärmung des Körpers das Fieber vorgetäuscht wird, dem Körper selbst, also von außen dem Körper zugeführt wird, um die Selbstheilungskräfte des Körpers, sprich die Aktivierung des Immunsystems, zu übernehmen. Dieses ist häufig geschwächt, insbesondere auch bei Tumoren und im Rahmen der Tumortherapie durch Chemotherapeutika, sodass der Sinn der Überwärmungstherapie darin liegt, den Tumor durch die eigenen Körperkräfte zu zerstören. Das heißt, Sie benutzen Geräte, um ein künstliches Fieber zu erzeugen? Das ist richtig und da sind wir auch froh drum, dass das heutzutage möglich ist. Früher hat man versucht, und das hat bereits Hippokrates entdeckt, dass Fieber heilt und hat dann durch Eiweißmoleküle, die man dem Körper künstlich zugefügt hat, das Fieber unkontrolliert im Körper entstehen lassen, was durchaus funktioniert hat, aber manchmal halt auch einen negativen Infekt hatte, weil wir in diesem Moment natürlich die Temperatur nicht mehr abschalten können. Es ist schön, dass es heutzutage Methoden gibt und auch Geräte, die kontrolliert das Fieber in einem Körper erzeugen können. Und vor diesem Hintergrund arbeiten wir. Welche Temperaturen erzeugen Sie bei einer Hyperthermiebehandlung? Und das ist unterschiedlich. Wie man hier zum Beispiel sieht, gibt es durchaus verschiedene Formen der Hyperthermie, die wir machen können. Generell muss man unterscheiden zwischen der Ursache beziehungsweise der Herkunft der Temperaturen. Wir können mit elektromagnetischen Feldern Hitze erzeugen. Das machen wir uns zu Nutzen bei einer tiefen Hyperthermie. Da gehen wir tief in das Gewebe ein und versuchen da deutlich hohe Temperaturen zu erzeugen, die bis zu 43, 44 Grad gehen. Das andere Moment ist, dass wir durch eine Infrarotquelle Fieber erzeugen können, die wir von außen dem Körper zuführen und insofern die Körperkerntemperatur langsam über einen gewissen Zeitraum erhöhen. Das dauert dann so über 4-5 Stunden. Da wird bei uns eine moderate Hyperthermie gemacht, die Temperaturen zwischen 39, maximal 40 Grad erreichen. Und wir wollen da auch nicht mehr, weil das eine bedeutet Tumortherapie, Zerstörung von Zellen, das andere bedeutet Immunstimulierung. Das bedeutet, das Immunsystem wird aktiviert, um dann später den Tumor zu zerstören. Beschreiben Sie doch bitte, welche Effekte die Hyperthermie in den Tumorzellen auslöst. Man muss sich das so vorstellen, dass das Tumorgewebe normalerweise mit uns Katz und Maus spielt. Es ist wie ein kleines Kind, es versteckt sich und das Spiel macht dem Tumor sehr viel Spaß. Es ist natürlich dann extrem schwierig für das Immunsystem und für die daran beteiligten Zellen, diese Tumorzellen dann zu erkennen, weil das Bindegewebe, das den Tumorgewebe umgibt oder den Tumor selbst umgibt oder das der Tumor produziert, das ist für das Immunsystem extremst schwierig zu durchdringen. Gleichwohl ist es so, dass die Umgebung sehr sauer ist, weil der Tumor vorbildlich oder vornehmlich Milchsäure produziert, was er auch der Umgebung zur Verfügung stellt, sodass die Immunzellen in einem sauren Gewebe nicht richtig funktionieren. Und die Tumorzellen selbst sind natürlich durch Eiweißmoleküle geschützt und können sich da auch schützen. Und darauf basiert auch die jetzt neu entdeckte Immuntherapie, dass wir eben diese Moleküle, die Eiweißstrukturen, die der Tumor selbst auf der Oberfläche den Immunzellen anbietet, dass er eben genau diese benutzt, um das Immunsystem auszuschalten. Die Hyperthermie ist in der Lage, eben genauso diese Situationen aufzulösen, dass die Tumorzellen durch das Immunsystem wieder erreichbar sind, dass bestimmte Eiweißmoleküle erkannt werden, die das Immunsystem aktivieren, die Durchblutung
wird wahrscheinlich deutlich höher sein, sodass die Effektivität des Immunsystems in der Tumorzellzerstörung deutlich gesteigert wird. Und das ist der Nutzen, den wir von der tiefen Hyperthermie erwarten, nicht von der oberflächlichen Hyperthermie. Da soll das Immunsystem insgesamt wieder aktiviert werden, nach zum Beispiel erfolgter Chemotherapie oder im Rahmen einer Chemotherapie, dass dann eben das Immunsystem wieder in der Lage ist, diese Tumorzellen auch zu attackieren. Gibt es diese Effekte auch bei einem Saunabesuch? Die Temperaturen liegen hier ja noch deutlich höher. Das ist nicht zu vergleichen. Also Temperaturen, die bei der Sauna erreicht werden, da ist ja der Körper nicht in der Lage, oder man würde vorher aus der Sauna heraustreten, bevor man diese Kerntemperaturen hat. Zumal ja auch die, selbst wenn es hohe Temperaturen sind, die Feuchtigkeit in der Umgebung ja deutlich geringer ist. Also das ist nicht zu vergleichen. Wie läuft eine Hyperthermiebehandlung ab? Man muss da unterscheiden zwischen einer Ganzkörperhyperthermie und einer tiefen Hyperthermie. Die Abläufe sind unterschiedlich. Bei der Ganzkörperhyperthermie ist es etwas, was über längere Zeit braucht. Man wird in Decken eingewickelt, von außen durch Infrarotstrahlen erhitzt, erwärmt, kontrolliert, monitorüberwacht. Es werden die Flüssigkeiten, die dem Körper verlustig sind, ausgeglichen. Und das ist notwendig, weil wir das Ganze über ca. 4 bis 5 Stunden, je nach Temperaturanstieg, den man hier auch ganz gut sehen kann. Das heißt, wir haben quasi eine gewisse Kurve, wo sich der Körper erwärmt, dann wird ein Plateau gehalten und danach wird die Infrarotstrahlung ausgeschaltet, sodass dann zum Ende nach 3 bis 5 Stunden der Körper wieder auf seiner Normaltemperatur ist. Davon zu unterscheiden ist dann natürlich die Tiefenhyperthermie, die ist nicht so anstrengend. Das ist für den Körper eigentlich relativ einfach zu ertragen, weil es eine umschriebene Wärmeanwendung ist in einem gewissen Gebiet des Körpers. Hier ist die Dauer der Behandlung circa 1 Stunde und man benutzt 2 Metallplatten, die nah am Körper sind, also quasi auf den Körper aufgelegt werden, über den dann elektromagnetische Wellen durch dieses Gewebe geschickt werden und da durch diese Wellen die Körpertemperatur regional, also umschrieben in einem bestimmten Bezirk, auf dann höhere Temperaturen, wie schon gesagt, auf 43, 44 Grad erwärmen. Und das ist dann über 1 Stunde und da ist der Körper eigentlich insgesamt nicht so schwer davon betroffen. Und wovon machen Sie abhängig, welche Hyperthermieform bei den Patienten angewendet wird? Wie ich schon sagte, es gibt verschiedene Ziele, die wir verfolgen mit der Hyperthermieform, die wir benutzen. Bei der Ganzkörperhyperthermie bedeutet es, dass wir versuchen, das Immunsystem zu stimulieren, um quasi die Abwehrreaktion, Abwehrkräfte des Körpers dauerhaft oder über einen gewissen Zeitraum zu steigern. In der Tumortherapie ist das nützlich, wenn man insgesamt das Immunsystem aktiver gestalten möchte, um die Tumorabwehr noch effektiver zu gestalten. Die regionale Hyperthermie, die wird eingesetzt, um zum Beispiel Metastasen oder den Primärtumor direkt anzugehen, um quasi zum einen auch Zellen zu zerstören, ja, weil die Temperaturen eben höher sind, ja. Und halt diese Immunphänomene zu generieren, die ich eingangs beschrieben habe, sprich Eiweißmoleküle aufzubrechen, das Bindegewebe durchlässiger zu machen für die Immunzellen, damit sie den Tumor besser bekämpfen können. Wenden Sie die Hyperthermie als Alternative zu klassischen schulmedizinischen Therapien an oder ist es eher eine Ergänzung? Nein, man muss es wirklich als Ergänzung sehen. Alleine haben wir Erfolge. Aber wir sind besser, wenn wir einen starken Partner an der Seite haben. Das ist wie in einer Ehe. Auch dort ist man alleine manchmal ganz gut. Aber in einer Kombination ist man deutlich stärker aufgestellt. Und das ist bei der Hyperthermie eben genauso. Wir können in Kombination mit Chemotherapien viel mehr bewirken wie alleine. Und auch die Strahlentherapie unterstützt uns da sehr stark. Wichtig darauf abzuzielen ist, mit den neuen Therapieformen, der Antikörpertherapie, der Immuntherapie, dort konnten auch Studien bereits zeigen, dass wir
die Zellen sehr viel besser zerstören können, wenn wir die Hyperthermie machen und die Immuntherapie weitaus effektiver ist. Überstimulation haben wir dabei in unserer Erfahrung noch nie gesehen. Das wird immer ins Feld geführt, aber das ist, glaube ich, in der Praxis eine reine Theorie und sehen wir nicht. Wir behandeln viele Patienten, die gleichzeitig eine Immuntherapie bekommen, sehen da Erfolge und sehen eigentlich keine Nebenwirkungen oder eine Überstimulation des Immunsystems. Neben der Chemo- und Strahlentherapie gibt es ja noch den chirurgischen Eingriff als schulmedizinische Option. Ist dann eine Hyperthermie überflüssig? Nein, ganz im Gegenteil. Der Chirurge ist in der Lage, und da sind wir froh, einen Tumor in Gesunden zu entfernen. Wir wissen allerdings nicht, und manchmal ist es leider Gottes so, dass trotz Entfernung des Tumorgewebes im Gesunden zeitversetzt durchaus dann Tumorzellen sich verirrt haben, die man nicht erkannt hat und sich irgendwo festsetzen. Und genau da ist die Hyperthermie zum einen regional in der Lage, dieses Tumorgewebe nachzubehandeln, sodass eigentlich Restgewebe, die man vielleicht so mit dem sichtbaren mikroskopischen Auge gar nicht erkennt, zusätzlich zu zerstören. Und zum anderen natürlich auch mit der Ganzkörperhyperthermie das Immunsystem so in die Lage zu versetzen, dass trotz vielleicht vorausgegangener oder zusätzlicher Chemotherapie das Immunsystem zirkulierende Tumorzellen oder in Geweben, die wir gar nicht durch den Chirurgen gesehen haben, dort die Zellen dann im Nachgang noch anzugehen und zu attackieren und dann auch zu zerstören. Insofern sehe ich es nicht als entweder oder, sondern wie immer in der komplementären Medizin als Schulterschluss zu unseren Kollegen und das Zusammenwirken, das wird dann den besten Vorteil für den Patienten bringen. Wird eine Hyperthermiebehandlung von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt oder ist es eine Wahlleistung? Es gibt Kliniken, wo es eine Wahlleistung darstellt. Bei uns ist es zum Glück so, dass wir es jedem anbieten können, sodass es keine Wahlleistung ist. Wir können die Behandlung kassenvertraglich ist abgesichert, sodass die Krankenkassen die Behandlung bei uns generell übernehmen.